Hallo, liebe Zuschauer. Die Begrüßung fällt heute etwas knapper aus. Denn ich habe einen Spezialauftrag. Ich soll nämlich hier im Deutschen Hof im Auftrag meines Intendanten Gerhard Weber als Vorkoster fungieren. Ja, die Restaurantküche des Deutschen Hofs macht nämlich auch in diesem Jahr wieder das Catering für die Antikenfestspiele. Und da ich für die Rolle des Eddie in der Rocky Horror Show in der nächsten Spielzeit im Gespräch bin, habe ich den Auftrag, mir ein paar Kilos dazu zu essen. Wem würde das nicht gefallen? Ich bin ja mal gespannt, was die hier so alles auftischen. Ach so, ja, ganz nebenbei. Das Menü des Theaters ist auch voller Leckereien diesen Monat im Juni. Gleich drei Festivals hintereinander. Das beginnt mit Les Transfrontaliers, einem Festival der zeitgenössischen Tanzkunst. Tja, und wir konnten mit dem Regisseur Philipp Talar sprechen, der auch im nächsten Jahr hier in Trier choreografieren wird. Aber sehen Sie selbst. Ich habe angefangen als Tänzer bei der Schule in Cannes, bei Rosalie Tower. Danach war ich in John Kanko Schule in Stuttgart. Und danach bin ich so zwei Jahre nach Béjart gegangen, in Brüssel, in der Ballet 20. Siècle. Anschließend bin ich dann in Portugal, in der Ballet National von Portugal. Danach in Rio de Janeiro. Danach bin ich zurück in Belgien bei der Ballet Royal de Flandre. Und danach ich bin sechs Jahre in Tanzforum Köln mit Jörn Ulrich. Und anschließend bin ich dann Ballettdirektor in Ulm gewesen, drei Jahre. Und danach war ich zehn Jahre als Ballettdirektor im Nationaltheater Mannheim. Und anschließend dann habe ich gearbeitet vier Jahre lang im Gefängnis. Und ich habe große Kreationen mit Gefangenen und eingeladenen Künstler, Musiker, Tänzer und so weiter. Ben Gutzmacher und der Herr Weber hat mich eingeladen und ich bin sehr froh. Es ist ein ganz interessantes Festival, weil es ist drei Stück von drei Städten, von drei verschiedenen Ländern, die werden immer zusammen gemischt und jedes Mal drei verschiedene Vorstellungen in drei verschiedene Orte. Das war erstmal in Nancy, jetzt ist es passiert in Luxemburg und anschließend ab der 4. Juni werden der 4., der 5. und der 6. hier im Stadttheater Trier. Das Stück, das ich gemacht habe, das war ein Vorlage, dass jeder Choreograf macht ein Stück, sagen wir, zwischen 20 bis 25 Minuten. Das Stück, das ich gemacht habe, es heißt Moonlighter und es handelt um drei Frauen. Dann habe ich gewinnen können zwei Tänzerinnen von Trier, das ist die Juliane Liawati und der Anna Ma. Und ich habe einen eingeladenen Tänzer, die kommen aus Frankreich, das ist Natacha Pirard. Und ich wollte so eigentlich über die Frau reden, aber über das Geburt. Das Geburt von einer Kreation, das Geburt des Bewegung, das Geburt von des Lichten, das Geburt, was unsere Essenz ist. Das drei Frauen, drei Emotionen, drei verschiedene Stimmungen, drei verschiedene Arien von Vivaldi. So ist das drei Frauen, drei Elemente, drei Emotionen und drei Geburt von etwas. Das ist der Kreation von einem Menschen, der Kreation von alles, was wir sind. Weil ich habe immer gedacht, dass da in das, warum der Tanz existiert, es ist eigentlich was in der Bauch von einer Mutter, die erste Indikation, dass jemand am Leben ist, es ist, weil er bewegt. Er spricht noch nicht, mal hört ihn nicht, eigentlich mal kein Vermut, dass er reden könnte, aber das ist die Essenz, was der Tanz ist, weil der Tanz ist das Symbol des Lebens. Also ich tanze einmal in dem Stück von Philipp Talar, der hier als
Gastchoreograf da ist für uns. Und er macht ein Stück über, ja, schwierig zu erklären. Es geht mir um Bilder eigentlich, also um die Schönheit des Tanzes, sage ich jetzt mal. Und dann gibt es noch das Stück vom René Klötzer, der macht ein Stück. Und da bin ich eine Frau, die Probleme in welcher Art auch immer hat, also ob nun drogenabhängig oder Alkohol oder so, also auf jeden Fall was, was sozusagen das Leben zerstören kann. Und dann kommt halt ein Engel, das ist die Susanne Wessel, und sie rettet mich sozusagen. Die zeigt mir den Weg aus der Krise, sage ich jetzt mal, in ein neues Leben. Wenn die Bewegungssprache schön ist, dann brauche ich keinen Inhalt. Es ist natürlich einfacher, einen Inhalt darzustellen, weil du hast halt was, woran man sich festhalten kann. Als Person und als Figur. Aber wenn die Bewegungen einfach dir so ein gutes Gefühl geben, dann muss da auch keine Geschichte dahinter stecken. Und oft ist es auch so, dass für uns Tänzer gibt es schon eine Geschichte. Die wird zwar vielleicht dann nicht so konkret eben dargestellt oder wird auch oft von den Choreografen gesagt, dass sie gar nicht eine Geschichte geben wollen, weil die Zuschauer sollen halt sich ihre eigenen Bilder davon machen und ihre eigene Geschichte sehen. Aber für uns als Tänzer wird natürlich schon ein Anhaltspunkt gegeben, um was es gehen soll, was das Gefühl dabei ist. Und ich hoffe, es wird uns gelingen, eine gute Zusammenarbeit weiterzumachen mit Trier. Römisches Brot. Panem. Also das Festspielbuffet, also die Festspielbuffets im Landesmuseum, die sehen wirklich sehr lecker aus. Apropos lecker aussehen. Leider verlässt uns in diesem Jahr ein langjähriges Ensemblemitglied, die Tänzerin Hanna Ma, die das geschafft hat, wofür Manfred Paul Hähnlich gerade so hart trainiert. Sie hat für herausragende Leistungen im Tanz die Theatermaske gewonnen. Aber bevor sie geht, wird sie sich natürlich auch von Ihnen verabschieden. Also ich bin sehr, sehr wehmütig. Also ich gehe wirklich auch mit einem lachenden und einem sehr, sehr weinenden Auge. Auf jeden Fall. Also für mich war es, als ich hier angefangen habe, war es ganz toll, weil wir haben Schwanensee gemacht und Nussknacker und wirklich große klassische Sachen, die ich damals auch noch machen wollte und wo ich auch sehr gefördert war. Zu Beginn direkt, als ich angefangen habe, habe ich große Schwäne getanzt, Schwanensee. Das war schon schön. Und dann hat meine Hochzeit eigentlich mit Sven angefangen oder eigentlich mit Birgit Scherzers Requiem hier im Haus. Habe ich eigentlich mich als Künstler entwickelt, würde ich sagen. Ja. Also ich habe hier im Haus wirklich total unterschiedliche Stile getanzt, wo jeder andere wahrscheinlich an verschiedenen Häusern, also diese Phasen erlebt jeder andere wahrscheinlich an verschiedenen Häusern. Ich bin halt geblieben, aber auch deswegen, weil ich mich immer weiterentwickeln konnte, weil es immer eine Veränderung gab. Und wir sind von total klassisch zu sehr zeitgenössisch gewechselt. Und es war toll, also man konnte sich, also ich konnte mich richtig toll weiterentwickeln in der langen Zeit. Das Requiem mit der Birgit Scherzer war für mich ganz toll. Das war wirklich so ein, ich sage, Scheidepunkt in meiner Karriere, wo ich gemerkt habe, was ich will, was ich kann, wie ich als Künstler sein möchte. Und dann mit Sven alles eigentlich. Also als er gekommen ist und wir haben Brel gemacht, das war einfach toll. Und dann später auch, also vor allem Schmetterlingssonaten war für mich ein
Stück, wo mein ganzes Herzblut drinsteckt. Ich glaube auch Svens, unser gemeinsames, und das war es schon toll. Und jetzt auch noch mal zum Abschluss Passion tanzen zu können, ist auch einfach toll. Ja. Eigentlich gab es immer viel Zuspruch. Deswegen, obwohl die Stile total unterschiedlich waren, gab es immer sehr viel Zuspruch. Ich habe sehr viele Leute, die, wo ich sagen kann, die sind so ein bisschen Fans und die kennen mich jetzt auch schon lange. Und das Publikum hat mich begleitet. Es gibt auch viele, also vor kurzem, gerade so zur letzten Produktion, kam eine Dame auf mich zu und sagt, ja, und sie hat es schon immer verfolgt, seit ich da bin. Und sie hat immer gedacht, also die Hanna Ma, die findet sie so toll und jetzt tanze ich so viel und sie freut sich. Und das ist natürlich schön, dass man irgendwie wirklich so gesehen wird und vom Publikum bemerkt und begleitet auch, weil am Anfang habe ich einfach klein angefangen, sage ich mal, und das es da aber schon Leute gab, die mich gesehen haben und fanden mich toll. Also das ist sehr schön. Die Trierer an und für sich finde ich immer noch ein bisschen schwierig, so als Bayer. Und ich war ja auch lange in Wien und in Stuttgart und die Trierer sind schwer zugänglich. Aber ich muss sagen, ich fühle mich schon heimisch. Also das kann man schon sagen. Wobei ich nicht weiß, ich glaube, ich werde nicht mein Leben in Trier verbringen. Am liebsten wäre ich freischaffend oder eigentlich nicht fest angestellt mit einem Wohnsitz in Bayern. Moselwein muss sein. Bayerisches Bier und Moselwein. Ja, ich möchte mich bedanken für Treue über viele lange Jahre und für ein Publikum, was immer mitgegangen ist. Ich denke, es war auch nicht so einfach. Wir haben ja wirklich einen Radikalwechsel gemacht. Und ich wünsche dem Publikum, dass es Ballett- und Tanzbegeistert bleibt, offen bleibt und immer ins Theater kommt. Und wünsche meinen neuen Kollegen, auch den Nachfolgern, dass das Publikum sie genauso wohlwollend empfängt wie mich. Blätter mit irgendwas drin. Was kann das wohl sein? Blätter, 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 Blätter. Gefüllte Weinblätter. Dolmades. Ich werde es mal versuchen, aber ein bisschen Ambiente. Hervorragend. Die hier im Deutschen Hof, die haben es wirklich voll drauf. Ah, ein Traumjob. So. Und jetzt zu einem leichten Happen Schauspiel. In diesem Jahr findet vom 7. bis zum 12. Juli zum dritten Mal das Festival Maximierung Mensch statt. Und als besonderer Clou gilt die Uraufführung des Theaterstücks Sich Gesellschaft leisten von Ulf Schmidt, das in einer Industriehalle in Pfalzl uraufgeführt wird. Dass das Festival diesmal zum dritten Mal schon stattfindet, freut uns natürlich ganz besonders, weil sich da auch zeigt, es ist eben doch keine Eintagsfliege, sondern ich glaube, durch die Zusammenarbeit mit der Universität, die Vorbereitung in den verschiedenen Seminaren, die interaktive Mitarbeit der Studierenden, hat sich eben doch gezeigt, dass es ein langfristiges Projekt ist. Ja, thematisch, inhaltlich setzt sich dieses Festival immer wieder mit der Frage auseinander, wie der Mensch in Zeiten der globalen Krise letztlich mit der Anforderung umgeht, mit eigentlich immer weniger Mitteln immer mehr leisten zu müssen. Also der enorme Leistungsdruck, der ja viele belastet. Das ist durchaus ein Thema, das sich durch das ganze Festival schon vor 2 Jahren zog und jetzt vor dem Hintergrund der Krise natürlich noch mal viel, viel höhere Brisanz gewonnen hat. Und nichtsdestotrotz sind natürlich, das weiß ich jetzt, wo der Sonnenschein langsam rauskommt, fragen sich viele Leute, ach du meine Güte, werden wir im Theater jetzt auch schon wieder mit der Krise überhäuft? Dem ist natürlich nicht so. Wir haben innerhalb dieses Festivals fast zur Hälfte Komödien, aber es gibt sehr, sehr viel zu lachen bei diesem Festival.
wir wollen natürlich auch raus aus dem Theater, sozusagen Theater in ungewöhnlichen Spielstätten. Und das Hauptprojekt in der Inszenierung von Intendant Gerhard Weber und Judith Kriebel ist das Projekt Sich Gesellschaft leisten, ein Stück von Ulf Schmidt, das wir zur Uraufführung bringen. Ein Stück, das sich eben mit der Frage auseinandersetzt, wie die Gesellschaft ihr Zusammenleben regelt. Alles wird über Geld, über Verträge, über Deals geregelt, bis hin sogar zum Geschlechtsverkehr. Dass natürlich die Sehnsucht der Menschen nach wie vor da ist, Dinge im Leben auch außerhalb von Verträgen zu regeln, das verspricht sich von selbst. Und insofern glaube ich, ist das ein sehr, sehr ambivalentes, sehr, sehr spannendes, tragisches, aber letztlich auch sehr, sehr witzig, humorvoll, satirisches Stück. Und wir spielen es in einem Spielort, der sehr außergewöhnlich ist. Und zwar haben wir eine alte Industriehalle am Stadtrand von Trier gefunden, in der Nähe des Trierer Hafens. Wir werden wie damals in der Eisenbahnhalle im Rahmen des Maximierung Festivals 1 tatsächlich auch diesmal wieder einen Shuttle anbieten. Es wird einen Bus-Shuttle direkt vom Theater geben, der das Publikum dann in diese Industriehalle bringt. Ungefähr 20 Minuten Autofahrt ist das. Es empfiehlt sich also, sich die Karten rechtzeitig an der Theaterkasse abzuholen. Über unsere Uraufführung hinaus gibt es natürlich, wie auch schon vor 2 Jahren, hochkarätige Gastspiele. Es ist uns gelungen, ein sehr hochgelobtes Gastspiel aus Heidelberg, vom Theater Heidelberg zu holen. Das Stück Der Mann, der die Welt aß, von Nissim Stockmann, der im Moment zu den angesagtesten zeitgenössischen jungen Autoren in Deutschland gehört, in einer Inszenierung, die sogar nominiert war fürs Theatertreffen in Berlin. Die wird dabei sein und ein auch sehr viel diskutiertes Stück im Augenblick, das sich mit der Bankenkrise auseinandersetzt, Die Kontrakte des Kaufmanns von Elfriede Jelinek, wird in einer Inszenierung des Deutschen Theaters Göttingen dabei sein. Also man sieht, ich glaube, auch das dritte Autorenfestival Maximierung Mensch ist ein sehr, sehr spektakuläres, im Übrigen im Neon-Pink, wie hier zu sehen, also unübersehbar, jung, fetzig und dynamisch. Und ich denke mal, wir werden viel, viel Spaß auch mit dem Thema Krise haben. Sie erzählten, welche Arbeit Sie wünschen, und ich habe versucht, hallo. Ich habe Todesangst, als hätte ich eine ansteckende Krankheit. Dann entschuldigen Sie die Störung. Ich verliere jeden Kontakt, kann mir keine Gesellschaft hallo, mehr leisten. Ich brauche eine neue Arbeit. Aus dem Bordell. Und eine neue Vertragspartnerschaft. Hallo? Eine Beziehungsvermittlung ist inbegriffen. Aber zunächst einmal müssen wir uns um die Arbeit kümmern. Hallo? Hallo, ja, kann ich noch was für Sie tun? Ich wollte Sie fragen, suchen Sie vielleicht eine neue Beraterin? Wollen Sie mich verarschen? Wieso? Ich habe Sie gerade gefeuert. Ach, Sie sind das, ja. Suchen Sie vielleicht eine neue... Ich würde 3 Monate kostenlos für Sie arbeiten. Vergessen Sie es. Arschloch. Eigentlich muss ich jetzt die Nachrichten lesen. Aber Nerones Freuden liegen vor mir auf dem Teller. Die ich am liebsten jetzt verzehren würde. Aber Nachrichten müssen sein. Also, schnell. Tim, ja, ist ja gut. Tim, ja gut. Guten Abend, meine Damen und Herren, guten Mittag, meine Damen und Herren, oder zu welcher Zeit Sie gerade eingeschaltet haben. Die Nachrichten. Trier im Studio. Aufgrund der großen Nachfrage nach Sibylle Bergs Pseudomusical Die goldenen letzten Jahre gibt es im Juni ein Wiedersehen mit der Produktion, die auch während des Maximierung Mensch Festivals läuft. Paul hingegen weinte nicht. Wenn er nicht gerade seine Fingernägel verzehrte, näste er ein. Und außer seiner Tunnelbegabung für Naturwissenschaften zeichnete ihn wenig Glänzendes aus. Immer wenn ich an die Schulzeit denke, dann denke ich an Hass. Ich hasste die Lehrer. Ich hasste das Licht in den Klassenräumen. Die Langeweile. Das Geräusch, das Kreide an der Tafel macht. Die Pausen, in denen mir klar wurde, dass es mir unmöglich war, irgendeinen Kontakt zu den anderen herzustellen. Rothaarige Autisten sind nicht das, worauf der Blick der Gemeinschaft in Liebe ruht. Ich hatte eine kleine Maschine gebaut, die sehen Sie hier. Trier, Studio und Chat Noir. Jasmina Reza hat's dem Theater Trier echt angetan. Neben Kunst wird auch der Gott des Gemetzels weiterhin aufgeführt. Termine sehen Sie hier unten. Aber, und das muss man gerade auch einmal sagen,
Es wird keine weiteren Aufführungen von Kunst mehr geben. Mit der 60. Aufführung ist endgültig Schluss. Schade. So langsam, da werden Sie mir sympathisch. Lassen Sie mich los. Sie marschiert für Frieden und Stabilität. Halt's Maul! Trier im Studio. Auf der Greifswalder Straße nennt sich das neue Stück, das die Bühne 1 im Studio aufführt. Viermal gibt es im Juli die Gelegenheit zum Besuch. Musik für ganz tiefe Streicher. Den Kontrabässen. Steht beim 3. Kammerkonzert im Römersaal der Vereinigten Hospizien auf dem Programm. Trier West. Wer möchte nicht einmal mit den Mitgliedern des Philharmonischen Orchesters der Stadt Trier einen Grillnachmittag verbringen? Am 20. Juni gibt es im neuen Probenquartier der Kirche Christ König in Trier West die Möglichkeit dazu. Und noch besser, ab 17 Uhr können Sie sogar mit den Profis mitspielen. Sie müssen nur ein Orchesterinstrument beherrschen und vorher die Noten im Theater abholen. Zum Wetter. Der Sommer kann kommen. Guten Appetit. Okay. Ein weiter Abschlag von Butt auf Schweinsteiger. Direkte Annahme Schweinsteiger. Ein Wahnsinns-Dribbling über die rechte Seite. Schweinsteiger flankt, diesmal auf Podolski. Podolski sollte schießen aus dem Hinterhalt. Er schießt aber nicht. Er lupft zurück zu Schweinsteiger. Der gibt eine hohe Flanke rein, genau auf Klose. Klose, Kopfball, Tor. Deutschland ist Fußball-Weltmeister. So. Und nun zum guten Schluss, die antiken Festspiele. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Intendant Gerhard Weber überwacht persönlich die Aufbauarbeiten im Amphitheater. Ja, hier hat das Theater den direkten Kontakt zur Antike und kann so die antiken Festspiele noch authentischer auf die Bühne bringen. In einer kurzen Pause stand uns Intendant Gerhard Weber Rede und Antwort. Zunächst einmal gibt es ein ganz neues Profil der antiken Festspiele in diesem Jahr. Wir werden erstmalig keine eigene Schauspielproduktion bei uns zeigen im Amphitheater, sondern ein Gastspiel. Und zwar, das wird gleich die Eröffnung der antiken Festspiele sein. Am 26. Juni eröffnen wir die mit der Premiere des Gastspiels Ödipus Antigone vom Schauspiel Frankfurt in der Inszenierung des einer der bekanntesten deutschen Regisseure, gefragtesten deutschen Regisseure Michael Thalheimer. Weiteres Highlight wird sein, dass wir die Oper Nerone zur Aufführung bringen. Das wird eine Eigenproduktion sein mit zwei, drei auch sehr bekannten Sänger, Sängerinnen, Gästen dabei. In der Inszenierung von Andrea Schwalbach, die Oper Nerone, wie der Name schon sagt, beschäftigt sich mit dem Leben und mit dem Sterben des Kaisers Nero. Eigentlich ideal passend hier in das Amphitheater, hier wo eben auch Brot und Spiele stattfinden. Dieses Amphitheater, das sozusagen ja auch dem Kolosseum nachgebildet ist. Und interessanterweise eben der gesamte zweite Teil der Oper Nerone auch eigentlich im Kolosseum spielt. Also von daher gesehen ist das ideal. Wenn wir mit unserem neuen Profil eher unbekanntere Opern aufzuführen, dann beginnen wir doch mit dieser wunderbaren, fast, sage ich mal, Monumentaloper Nerone.
Wir haben die Möglichkeit, dass wir das erste Mal bei uns die fast europabekannte deutsche Filmschauspielerin Corinna Harfuch erleben werden. Und zwar am 9. Juli wird sie einen vierstündigen Monolog zusammengesetzt aus fast allen Monologen der griechischen und römischen Frauengestalten zusammen an einem Abend spielen und rezitieren. Und am 1. Juli dann gibt es das schon fast immer wieder traditionelle Festspielkonzert, zusammen in diesem Jahr mit dem Orchestre de Lorraine aus Metz, zusammen mit unserem Orchester eine Uraufführung, Mosella, von dem Metzer Komponisten Tillois. Das erste Mal wird das Orchester unter einer Überdachung spielen. Es wird also ein richtiges Orchesterzelt aufgebaut werden, sodass nicht beim ersten Regentropfen die Instrumente geschützt werden und eingepackt werden muss. Da wurde auch sehr viel Geld für in die Hand genommen. Und da danke ich auch denjenigen an dieser Stelle, vor allem im Land Rheinland-Pfalz, der Stadt Trier, unseren Sponsoren, die uns wiederum doch sehr aufwendige Festspiele in diesem Jahr ermöglichen. Ein weiterer Punkt, sicherlich auch schon in einer gewissen Tradition, wird das Antikensymposium sein, in Zusammenarbeit mit der Universität Trier. Aber erstmalig, und das ist auch eine Änderung, wird es nicht an der Universität Trier stattfinden, sondern wir ziehen in die Räume des Landesmuseums. Weshalb? Weil wir erstmalig auch da versuchen wollen, Diskussion, Vortrag, aber auch eben Gastronomie in einem antiken Ambiente zusammenzuführen. Es wird Gastronomie sein und es wird sogar noch ein Schauspiel aufgeführt werden. Und ich bin ganz besonders stolz, dass wir auch gerade mit Unterstützung der Stadt Trier ein Sozioprojekt mit dem Bürgerhaus Nord zusammen machen können. Der Regisseur, der Trierer Regisseur Florian Burg, erarbeitet eine ganz besondere Fassung, spezielle Fassung der Aeneis, die dann in den Viehmarkt-Thermen gezeigt wird. Das ist jetzt nicht nur ein Festival für ganz spezielle Besucher, hier die antiken Festspiele, sondern eben auch ein Festival für alle. Es werden ganz besondere antiken Festspiele sein mit einem neuen Profil. So, salve populus treverorum. Das ist ja Manfred Paul Hänig. Was macht der denn hier? Und im Kellner-Outfit? Der probt bestimmt für das Gastmahl, dieser Fuchs. Strassberg-Training nennt man das auch. Werden, was man spielt. Kein Wunder, dass der die Theatermaske hat. Von dem kann man noch viel lernen. Also, liebes Publikum, wir sehen uns im oder um das Theater. Spätestens bei den antiken Festspielen. Machen Sie es gut oder machen Sie es besser. Gehen Sie ins Theater. Badam, 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 badam. Oh! Hallo, eine Frage. Dieser langhaarige Kellner da, dieser etwas dicklichere Manfred Paul Hänig, arbeitet der schon lange für euch? Schon ewig. Schon ewig? Ja. Also wenn ihr mal noch eine Stelle frei habt, ich würde mich dann natürlich gerne bereit erklären. Sehr gerne. Wenn Manfred Paul Hänig im Deutschen Hof kellnert, werde ich das auch tun.